Das Thema meines Vortrags schließt an das Thema von Alexandra Wagner, also Repositorien als Forschungsinfrastruktur, und das Thema Forschungsevaluierung aus dem Repositorium. Das ist ein Thema, was im Hintergrund liegt und was ich jetzt noch weiter beleuchten möchte. Was meint Forschungsevaluierung im Kontext von diesem Vortrag? Es meint natürlich nicht die wissenschaftliche Evaluierung in der Helmholtz-Gemeinschaft, sondern das, was sozusagen an die Bibliotheken angefragt wird. Also in der Helmholtz-Gemeinschaft wird natürlich Wissenschaft von Wissenschaftlern begutachtet, aber parallel dazu gibt es auch die sogenannten Kennzahlen, und das meint Forschungsevaluierung in diesem Vortrag. Wir haben uns gefragt, welche Evaluierungen kommen ständig an die Bibliotheken erneut, und also zum Beispiel die Wissenschaftler geben bis Montagabend Veröffentlichungen ein und die Bibliotheken sollen die Zahlen dann am nächsten Tag melden, und das funktioniert natürlich nur mit großem Aufwand, und da haben wir uns überlegt, wie wir Forschungsevaluierung sozusagen in den Repositorien implementieren können, dass wir die Kennzahlen auch gleich liefern können. Wir haben uns natürlich dann überlegt, welche Anfragen kommen dafür in Frage, und haben uns auch entschieden, uns nur auf die Berichtspflichten unserer Einrichtung zu fokussieren. Also wir würden jetzt kein Ranking von Wissenschaftlern oder solchen Dingen machen wollen. Und natürlich mussten wir dafür mit den Datenschutzbeauftragten und mit den verschiedenen Gremien der wissenschaftlichen und betrieblichen Mitbestimmung reden und denen erklären, dass es Berichtspflichten sind, was wir da genau machen, und mussten das natürlich dann auch transparent darlegen. Also eine zentrale Basis für die automatische Auswertung, das sind die Eintragungen unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Das heißt, es ist zentral wichtig für die Bibliotheken, dass sie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermitteln, wie die Statistikauswertung funktioniert und sozusagen, was sie dafür tun müssen. Eine andere Basis, die auch schon im Vortrag von Alexander Wagner angeklungen ist, das sind die Normdatensätze, die wir haben. Das gibt die Normdatensätze für die eigene Einrichtung und vor allem die Normdatensätze des Gesamtprojekts, worunter die ganze Forschungsförderung fällt, die Zeitschriften mit den Statistikschlüsseln. Also ohne diese Normdatensätze würde auch diese automatische Auswertung, die wir eingerichtet haben, nicht funktionieren. Natürlich mussten wir auch berücksichtigen, wie evaluiert werden soll und was evaluiert werden soll. Wir haben uns entschieden, dass die automatische Auswertung auf die programmorientierte Förderung anpassen. Das ist sozusagen das Förderungsinstrument, was für unsere Zentren maßgeblich ist. Also ich habe Ihnen einfach mal einen Satz mitgebracht. Die Helmholtz-Gemeinschaft investiert ihre Ressourcen nicht mehr in einzelne Institutionen, sondern in zentrenübergreifenden Forschungsprogrammen, die sich untereinander im Wettbewerb befinden. Also ich habe mal sozusagen ein Forschungsprogramm aus meiner Einrichtung mitgebracht. Es gibt das Research-Feld, Struktur der Materie, und da gibt es zum Beispiel das Forschungsprogramm Physics of Hadrons und Nuclei. Und in der zweiten Abbildung sieht man im Zentrum das Forschungsprogramm und drumherum die Forschungsfelder, die sogenannten Topics. Einfach nur mal, dass Sie einen Eindruck bekommen, wie komplex einzelne Programme sind. Die programmorientierte Förderung, da gibt es verschiedene Zeitperioden, dann gibt es die Research-Felder, die Programme, die Topics, und es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten. Zum Beispiel das Gesundheitsprogramm hat eine andere Laufzeit als das Programm Struktur der Materie. Es gibt parallele Förderungsinstrumente, das Impuls- und Vernetzungsfonds, die wir auch abbilden wollen, und es gibt auch Geräteverknüpfungen und andere Dinge. Das heißt, die Normdatensätze, die wir ausgewählt haben, sind in der Lage, diese komplizierten Dinge abzubilden. Und daher sind sie auch die Basis für die automatische Auswertung. Wir haben uns entschieden, dass die Wissenschaftler auf der unteren Ebene die Zuordnung
zu der Forschungsförderung machen sollen. Also das heißt auf Topic-Ebene und dass wir alle anderen Ebenen darüber dann sozusagen automatisch generieren. Ich habe Ihnen hier mal ein Topic mitgebracht. Also sozusagen links ist so die Ansicht, wie man sie im Repositorium sieht. Und wenn man sich die Marktdatensätze ansieht, dann wird es natürlich komplizierter. Für die Wissenschaftler sieht das so aus, also die können sozusagen unter PoF Research Field, können die anfangen, was einzutippen, zum Beispiel 533 oder enne, dann bekommen sie den Normdatensatz ausgewählt und dann sozusagen werden die Normdatensätze mit dem bibliografischen Rekord verknüpft. Man kann auch mehrere Forschungstopics auswählen, das sieht man hier. Was ich Ihnen mit der Folie auch zeigen wollte, dass wir diese Verknüpfungen, die wir für die automatische Auswertung benutzen, dass die auch öffentlich sichtbar sind. Also man sieht hier unten die 533 dann hinter in dem Rekord. Das ist also dann, das wird öffentlich angezeigt. Was wir nicht öffentlich anzeigen, beziehungsweise nur die Leute, die wissen, wie es geht, das sind die verschiedenen Statistikschlüssel hinter den Zeitschriften. Zum Beispiel hinter Physical Review C. Wenn man sich den Marktdatensatz anguckt, der ist auch öffentlich, aber in der Kurzanzeige wird es halt nicht dargestellt, dann sind dort auch die ganzen Statistikschlüssel zu sehen. Berücksichtigen mussten wir natürlich auch die Vorgaben und Definitionen in der Helmholtz-Gemeinschaft, damit es keine Doppelzählungen gibt. Zum Beispiel, was ist referiert nach Helmholtz? Diese ganzen Dinge mussten wir auch berücksichtigen. Rausgekommen ist das sogenannte Online-Join-PoF-2-Modul. Das ist ein Python-Programm, das man über den Webserver aufrufen kann und das einem sofort ganz aktuell die Evaluierungsergebnisse anzeigt. Also das ist sehr praktisch, also gerade wenn Wissenschaftler in letzter Sekunde noch Veröffentlichungen ergänzen, dass man dann aktuelle Zahlen vorliegen hat. Also das ist sozusagen die eine Anzeige mit den Daten der GSI aus dem Jahr 2013. Also man sieht zum Beispiel, dass es 479 Records im GCR gab und im Prinzip sehen Sie in der Liste jetzt auch die Statistik, also die Auswertung bezogen auf die Statistikschlüssel. Was Sie auch sehen, dass man sofort die Listen für den Jahresbericht oder für Gutachten dann auch herunterladen kann, also zum Beispiel in EndNote oder BibTeX. Auch für andere Statistikschlüssel gibt es dann die entsprechenden Statistik. Also zum Beispiel müssen wir auch die Patentveröffentlichung zählen oder die Dissertation. Und bezogen auf die programmorientierte Förderung gibt es natürlich auch eine Auswertung bezogen auf die verschiedenen Statistikschlüssel. Und da gibt es sozusagen zwei Einsichten. Einmal quasi über alles, das ist das, was im Hintergrund steht. Und dann gibt es nochmal eine Kurzansicht, also zum Beispiel die GSI ist überhaupt nur an 10 Topics beteiligt. Und da gibt es dann eine kurze Übersicht. Das Gleiche, was es sozusagen für die programmorientierte Förderung gibt an Statistik, gibt es natürlich dann auch nochmal für die einzelnen Institute und Abteilungen. Das hat sozusagen, das ist hier angedeutet. Die nächsten Folien beziehen sich auf einen Vortrag von Stefan Hesselbach, der die technischen Aspekte zu den Statistikprogrammen bei einem Vortrag zum Invenio-Meeting in Jülich zusammengestellt hat. Die URL finden Sie dort unten. Also ich will Ihnen sozusagen mit den Folien nur erklären, warum es sozusagen nicht geht, dass wir das direkt im Web-Interface über Suchfunktionen machen. Das liegt halt daran, dass zum Beispiel bei der programmorientierten Förderung das erste Topic, was ausgewählt wird, das hat in der Statistik eine andere Bedeutung als zum Beispiel das zweite Forschungstopic, das ausgewählt wird. Und diese Dinge, die können wir nur machen, indem man dann über Python bestimmte, also dass man macht Suchen und man bildet Mengen. Und das steht quasi hinter dem Python-Modul.
um diese ganzen komplexen Auswertungen zu machen. Und im Prinzip, man kann damit nicht nur diese automatisierten Auswertungen machen, die wir häufig abgeben müssen, man kann natürlich auch ganz komplexe andere Auswertungen aufgrund der Statistikschlüssel zusammenbauen. Das muss man natürlich dann individuell machen. Dieses Statistikmodul, das ist für jeden Nutzer, der eingeloggt ist, der einen Account in unseren Zentren hat, öffentlich sichtbar. Das soll sozusagen durch diese Folie nochmal dargestellt werden. Das Modul wurde vor allem von Stefan Hesselbach und Alexander Wagner entwickelt. Aber es waren auch noch andere Leute daran beteiligt. Und zum Abschluss wollte ich noch mal kurz berichten, welche Erfahrungen sozusagen eine ganz kleine Bibliothek wie die GSI-Bibliothek damit gemacht hat. Also wir als ganz kleine Bibliothek hätten diese Statistikanforderungen, die unser Zentrum an uns stellt, gar nicht erfüllen können. Also für uns war es sehr wichtig, dass wir das mit anderen Zentren gemeinsam machen konnten. Und der Arbeitsaufwand ist ein Bruchteil von dem, was wir hätten machen können. Das war's zum Statistikmodul und Fragen wollten wir jetzt zu beiden Vorträgen.